Meine lieben Freunde, hier ist Robert Götz Matuszewski, der, hier steht's, Facility Manager im Deutschen Bundestag. Ja, auch The Shadow Man genannt. Ich bin hier für die ganz doll linken, linksstaatlichen und zivilcouragelichen Nichtrechten der Regierung, also die Unrechten. Ja, bei mir wird nicht gedacht, ich denke nicht, ich lasse denken. Und die, die für mich denken, die denken nur, dass sie denken, aber die lassen auch denken, aber sie denken, dass sie selber denken. Egal, im positivsten Sinne. Ich bin linkisch, linksstaatlich und zivilcouragelich und repräsentiere die Realitätstheoretiker, die Ignoranzpraktiker von CDU, CSU, FDP, Grünen und Linken. Und natürlich von der SED. Und Freunde, ich habe heute eine wichtige Information. Ja, also in der Zeit hat ja unlängst eine Zeitredakteurin, also ist ihr Job, ja, so, also redaktionell zu arbeiten, zu schreiben. Ihr hat schöne Sachen geschrieben, habe schon berichtet auf anderen Kanälen. Sie hat gesagt, also ihr könnt noch so viel Lastenfahrräder fahren und noch so viel Energie sparen und so Sachen machen, wie ihr wollt. Ich werde immer weniger CO2 verbrauchen als ihr, weil ich habe mich bewusst entschieden, keine Kinder zu bekommen tun. Ja, schön, das ist eine gute Botschaft, ja. Und da gibt es jetzt böse Zungen, die sagen, Moment mal, wenn deine Eltern genauso gedacht hätten, dann wärst du nicht auf der Welt. Was wäre denn dann? Oder andere böse Zungen, die sagen, die logische Schlussfolgerung wäre doch, dein moralisches Engagement, ja, deine moralische Überlegenheit noch zu toppen, Mädchen von der Zeit. Denk mal nach, wie du ohne Kinder noch mehr für deine CO2-Bilanz tun könntest. Da gibt es Möglichkeiten, ja. Notfalls muss man in die Schweiz dafür fahren, ja. Ganz böse Zungen sagen, es wäre für alle Beteiligten das Beste. Aber jetzt sind alles böse Zungen, sind nicht meine Worte. Dann gibt es andere böse Zungen, die sagen, Moment mal, wenn wir jetzt hier in Bundland keine Kinder mehr kriegen oder immer weniger, was ja jetzt schon der Fall ist, ja, dann stirbt ja quasi der Deutsche aus. Ja, ist auch richtig so, ja. Ich sage nur eins, 12 Jahre Nationalsozialismus, 12 Jahre, ja, da haben wir eine Schuld abzutragen. Der Deutsche ist von sich aus grundsätzlich erstmal schlecht. Nicht umsonst hat ein Hamburger Gericht ja auch entschieden, dass man die Deutschen als Köterrasse bezeichnen darf. Jo, kann man machen, kann man sagen, du Köterrasse, ja. Nicht umsonst ist ja auch Claudia Roth bei einer Demo vor einem Banner gelaufen. Da stand drauf, ich zitiere nur, Deutschland, du mieses Stück. Deutschland verrecke. Nie wieder Deutschland. Schön, schön, schön. Es ist ja auch alles im positiven Sinne. Ganz böse Zungen sagen, komisch, Multikulti, bunt. Bunt heißt ja viele Farben. Also in diesem Falle vielleicht viele Hauttypen. Und es gibt ja ungefähr 6 Master-Hauttypen. Wenn wir den Albino zuzählen, sind es 7 Hauttypen. Und wenn es bunt ist, müssten ja auch alle Hauttypen vorhanden sein. Also auch Albino, Hauttyp 1, Hauttyp 2 und Hauttyp 3. Das wären ja dann schon 4 Hauttypen. Und nicht nur die Welt aus Hauttyp 5 und 6 und ein bisschen 4. Das wäre ja nicht bunt, ja. Aber Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Das neue Bund ist schwarz, im positivsten Sinne. So. Und deshalb brauchen wir auch den Deutschen nicht mehr. So, ist ja auch, Freunde, ist ja auch, sind wir mal ehrlich, ist ein bisschen NAZI. Und wenn wir hier keine Kinder mehr kriegen, dann optimieren wir den CO2-Haushalt der Welt. Ganz böse Zungen sagen, ja, aber Deutschland, also alles, was hier so lebt, das ist ja gerade mal 1% der Weltbevölkerung. 99% der Weltbevölkerung ist ja gar nicht Deutschland. Sind ja andere Länder. Also zum Beispiel Indien mit gut 1,4 Milliarden Einwohner oder China mit 1,4 Milliarden Einwohner. So Sachen. Brasilien mit 260 Millionen Einwohnern. Ja, so Sachen, ja. Die halten sich aber alle nicht so an diese CO2-Vorgaben, was angeblich auch Murks sei, weil angeblich CO2 Leben wäre und angeblich hätte sich bei CO2 bei der Konzentration überhaupt gar nichts geändert in den letzten 150 Jahren. Also es hätte sich nichts geändert und ohne CO2 würden Pflanzen eingehen, das wäre alles Murks. Aber Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Also es ist schon gut, wenn immer mehr Deutsche verschwinden, es ist besser, ja, es ist besser für die Welt. Ganz böse Zungen sagen, aber Moment mal, in Afrika werden jeden Monat, also jeden Monat mehr als 3 Millionen Menschen geboren. Also jeden Monat. 3 Millionen, jeden Monat, 3 Millionen. Was ändert es dann, wenn ein Mäuschen von der Zeit sagt, sie bleibt kinderlos? Freunde, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Ich finde das gut, was in der Zeit steht. In den Zeitungen steht ja überhaupt ganz viel Gutes, ja. Also wir hatten jetzt auch in der Welt ein schönes Interview mit einem amerikanischen Experten, ja. Der hat ja auch ganz kluge Sachen gesagt. Der hat ja zum Beispiel dazu aufgerufen, Wladimir Putin umzubringen. Hat er wirklich gemacht, ja, in seinem Interview. Ja, man sollte Putin schon umbringen, ja, sollte man machen. Also den Herrscher, den gewählten Präsidenten des größten Landes der Welt, eine Atommacht, einfach mal so aufzufordern, den umzubringen, das ist ja auch eine gewisse Form der Linkischkeit und des Linksseins, ja. Das ist auch Zivilcourage, Freunde, ja. Es ist ja das positive Morden. Es ist ja nicht das Negative.
negativ, haut Typ 6 tief im Horn. Das ist ja das Positive. Jetzt hier nicht streiken oder löschen, ich zitiere nur die Welt, ja, die das übrigens unkommentiert abgedruckt hat, das Interview. Schön. Ja, so schafft man sich Freunde, liebe Welt und auch liebe Zeit. Schön, schön, schön. Ich freue mich darauf, dass wir möglichst viele Menschen und Menschinnen aus Afrika jetzt zu uns holen. Wir haben Platz, wir sind reich, kommt alle her, ja, und wir schaffen neuen Wohnraum, ja, und es wird alles gut, es wird alles gut. Und wie gesagt, Deutschsein wird sowieso überbewertet, ja. Multikulti ist angesagt, ja, halt muss nicht die deutsche Kultur, nein, die nicht, nein, das gilt ja auch nicht als Multikulti, nein. Alhamdulillah. Freunde, auf in den Tag, schön, dass es euch gibt. Diesen Kanal könnt ihr übrigens auch abonnieren, gerne, ich freue mich drüber. Ihr könnt mir auch hier einen schönen Kommentar schreiben und einen Daumen hoch geben, aber Obacht, Daumen hoch ist ein Zeichen für Vorherrschaft der weißen Rasse, das gilt nicht. Deswegen ist der Daumen hoch hier bei YouTube auch schwarz. Und damit ist alles wieder gut. Schwarz ist überhaupt besser. Besser, viel besser. Schwarz ist gut. Deswegen habe ich auch einen schwarzen Schatten hier. Wer im Bundestag arbeitet, muss einen Schatten haben. Es sei denn, er ist blau. Allerdings nicht vom Alkohol. Gut, haben wir das geklärt. Schön, schön, schön. Freunde, übrigens, wenn ihr meine Arbeit mögt, dann freue ich mich über eure Unterstützung. PayPal und Konto hängt hier drunter. Ich mache jetzt weiter. Ihr macht weiter. Und wenn ihr ob der Gegebenheiten gerade irgendwie nicht so gut drauf seid oder krank seid oder so wie ich erkältet. Ja, ich habe richtig Erkältung. Hohoho. Aber Freunde, ich liefere trotzdem Tatkraft. Also wenn ihr gerade krank seid, werdet schnell wieder gesund. Wir brauchen euch. Und wir halten zusammen. Wir bleiben standhaft, optimistisch und immer voller Tatkraft. Und wenn ihr gerade einen Kinderwunsch habt, lasst das sein. Adoptiert lieber ein paar Kinder aus Afrika. Punkt. Aus. Ende. Grüße von meiner Truppe und von Martina. Und nicht vergessen, auch heute gilt Robert Götz, Matuszewski, The Shadowman im Bundestag, hat euch lieb. Das ist das schön, ja. Und hat noch ein anderer ein Buch geschrieben, ja, oh Gott, aber richtig nachher noch auf YouTube, ja, warum Männer schlecht für die Welt sind. Ein Mann schrieb ein Buch darüber, warum Männer schlecht für die Welt sind. Ja, Kriege, CO2, Autofahren, Unfälle, also Sachen, ja. Also Männer, ja, wofür brauchen wir Männer? Frauen kriegen doch heute auch, nein, Frauen kriegen ja auch Kinder, aber wie kriegen sie die eigentlich ohne Männer? kriegen wir schon irgendwie hin, schön.